Also herzlich willkommen, Jens Meyer. Also es ist mir erstmal eine große Freude, dass ich hier sein darf und ich habe die Einladung hier auch gern angenommen. Auch vielen Dank, Matthias Scholz. Und ich bin, manche kennen mich vielleicht noch gar nicht, ich bin hier schon anmoderiert worden, Jens Meyer, der Direktkandidat im Wahlkreis Dresden 1. Sie werden mein Bild auch demnächst auf den Plakaten sehen. Ja, kann ich Ihnen nicht ersparen. Ja, dieses historische Ereignis, die Bombardierung Dresdens am 13., 14. Februar 1945, zwingt uns in diesen Zeiten auch wieder mal Haltung zu zeigen, wie wir auch in anderen Fragen Haltung zeigen müssen. Und dazu kann ich eigentlich nur ganz klar und kurz sagen, die Bombardierung Dresdens am 13., 14. Februar 1945 war ein Kriegsverbrechen, ist ein Kriegsverbrechen und bleibt ein Kriegsverbrechen. Und liebe Freunde, da gibt es überhaupt nichts zu relativieren. Gar nichts zu relativieren. Wenn heute in den Raum gestellt wird, Dresden war keine unschuldige Stadt. Ja, was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist denn eine schuldige Stadt? Ja, Städte können sein oder nicht sein, aber Schuld und Unschuld, das hat da überhaupt nichts zu suchen in der Begrifflichkeit. Und ich bin gespannt auf das, was wir nachher zu sehen bekommen. Da kann man dann viele Leute sehen, da kann man sich die Frage stellen, ob die schuldig waren oder nicht schuldig waren. Ja. Dann kommt noch hinzu, Dresden war keine unschuldige Stadt. Das sagt ja nicht irgendeiner da draußen auf der Straße, den man nicht weiter ernst nehmen muss. Sondern das sagt der Oberbürgermeister dieser Stadt und befindet sich da in der Nachfolge von Frau Orosch, die sowas ja auch schon gesagt hat. Ja, da kann man eine gewisse Kontinuität feststellen. Und das ist einer, der ist von dieser Bevölkerung in einer freien Wahl gewählt worden. Da fragt man sich doch, wie passt das eigentlich zusammen? So eine Äußerung würde man doch eher von einem Gouverneur erwarten, der von irgendeinem Besatzungsregime hier eingesetzt worden ist. Ja, der die militärischen Aktionen seines Heimatlandes rechtfertigen will, aber doch nicht von einem gewählten Bürgermeister. Wie passt das zusammen? Na? Und hier für meine Begriffe setzen sich die Kriegsverbrechen ja praktisch in der Relativierung des Ganzen fort. Das muss man sagen. Und ich kann sowas nicht verstehen. Ja? Aber es kommt ja noch schlimmer, damit noch nicht genug. Matthias Scholz hat das gerade angesprochen. Es wird ja nicht nur relativiert, sondern man versucht auch der hiesigen Bevölkerung nun neue Identifikationssubjekte zu präsentieren bzw. aufzuzwingen, was das Ganze noch steigert. Ja, Beispiel Theaterplatz, eben wurde das schon kurz angesprochen. Dort werden Grabattrappen aufgestellt. Gucken Sie sich das mal an. Ja. Da soll man sich an die Lampedusa-Ertrunkenen erinnern, also an Personen, die vor Lampedusa mit dem Schiff gekentert sind. Dabei handelt es sich im Regelfall um Afrikaner, die aufgrund falscher Versprechungen in seeuntüchtige Schiffe gestiegen sind und dann das rettende Land nicht erreicht haben. Und dann wird dies in Verbindung gesetzt mit dem Gedenktag über die Bombardierung. Ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, liebe Leute? Das sind doch völlig andere Geschehnisse. Und im Prinzip geht es doch nur darum, dass man die Trauer und das Entsetzen der Menschen in eine Richtung lenkt, die in Richtung Mainstream geht. Ja, wir sollen unsere Trauer eben auf andere Subjekte richten. Am Ende soll dann wahrscheinlich stehen, Refugees are welcome oder so etwas. Ja? Dann als weiteres Beispiel das Busmonument auf dem Neumarkt. Da bin ich ganz froh, dass da jetzt hier ein Flyer, der von der AfD gemacht worden ist, hier ausliegt. Kann ich jedem nur zur Mitnahme empfehlen. Da wird so ein bisschen der wahre Hintergrund beleuchtet, nämlich dass auf dem Original dieses Monuments eine Islamistenfahne zu sehen war. Ja, sowas stellt man jetzt hier auf den Neumarkt. Sowas muss man sich mal vorstellen. Für meine Begriffe ist das nichts anderes als eine Verhöhnung der Opfer, eine Missachtung der Dresdner Bevölkerung
und im Prinzip eine Machtdemonstration der politisch-medialen Klasse, die wir haben. Jetzt ist die Frage, ja, wie soll man denn in würdiger Weise an die Opfer gedenken? Also da bin ich der Meinung, dass man diesen Tag, den 13. Februar, völlig frei halten sollte von politischer Propaganda jedweder Art. Das heißt auch, ich meine, ich habe ja jetzt gesagt, was ich davon halte, von diesem Bombardement, aber ich bin der Meinung, am 13. Februar hat man darüber zu schweigen und einfach zu trauern und nichts anderes zu tun, als zu trauern. Und die 364 Tage, die sonst noch da sind, kann man vielleicht darüber reden, aber diesen Tag in irgendeiner Weise politisch zu missbrauchen, halte ich nicht für richtig. Das gebietet einfach der Respekt vor den Opfern und auch vor dem Schicksal dieser Stadt. So, das war eigentlich das, was ich jetzt so Ihnen sagen wollte. Und ich möchte jetzt an Sie das Wort weiterreichen und freue mich auf den spannenden Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank.